Servus zusammen und herzlich willkommen zur digitalen Vernissage der Ausstellung Die Welt im Modell mit Arbeiten des niederländischen Künstlers Maurice van Tellingen hier in der Raumgalerie beim Raumjournalisten. Ich bin Thomas Geuder, international tätiger Architekturfachjournalist. Ich betreibe die Raumgalerie Architekturforum Stuttgart, wo die schöne Ausstellung jetzt auch zu sehen ist. Ja, normalerweise würden wir uns ja hier in der Ludwigstraße treffen, um die Ausstellung gemeinsam zu eröffnen und außerdem den Künstler persönlich zu treffen. Zu unser aller Schutz im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aber verzichten wir auf eine Präsenzveranstaltung und machen das Ganze jetzt hier eben digital. Das ist sicherlich die momentan richtige Antwort auf die aktuelle Lage. Ja, und das schon einmal vorweg, bitte vergesst nicht, unten den Daumen nach oben zu drücken und wenn euch der Stream gefällt und natürlich freue ich mich über jeden Kanalabonnenten und wer die Glocke neben dem Abonnieren-Button läutet, der wird automatisch benachrichtigt, wenn es wieder Videos und Streams vom Raumjournalisten zu sehen gibt. Und in der Beschreibung unten findet ihr außerdem einen Link zu Ko-fi. Dort könnt ihr diese Veranstaltung sowie unseren unermüdlichen Einsatz für die Baukultur direkt mit ein paar Klicks unterstützen. Wir können in diesen Zeiten jede Spende gut gebrauchen. Vielen Dank dafür schon einmal. Ja, haltet gerne gleich auch schon mal ein bisschen Ausschau. Alle Kunstwerke können gekauft werden. Ein ideales Weihnachtsgeschenk, finde ich. Ja, kommen wir doch einfach direkt zur Ausstellung. Wir umgeben uns mit Gegenständen und Objekten, auch mit Architektur, möglichst nach der ganz persönlichen Vorliebe. Oder frei nach Astrid Lindgrens Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, gestalten wir sie, formen sie, füllen sie mit Gegenständen, bauen Häuser, Städte, gestalten Freiräume und Gärten, Parks. Im Grunde umgeben wir uns mit von anderen Menschen gemachten Räumen und Formen. Der Amsterdamer Künstler Maurice van Tellingen wirft einen Blick darauf, schneidet den Moment aus, hält ihn guckkastenähnlich fest und spiegelt Alltagsszenarien als Artefakte der Wirklichkeit wider. Faszinierend, unheimlich und voyeuristisch zugleich. Mit Maurice haben wir im Vorfeld ein Künstlergespräch aufgezeichnet, das euch einen Einblick in seine Welt geben soll. Das spielen wir gleich ab. Zunächst aber werfen wir doch mal einen kurzen Blick in die Ausstellung. Ich habe dazu vorher im Vorfeld zwei Schwenks vorbereitet. Ich würde sagen, viel Spaß dabei und Mats ab. Ja, eine sehr schöne Ausstellung, finde ich, die mir persönlich auch sehr viel Freude wieder bereitet hat. Ja, insgesamt 6 Fragen haben wir Maurice per Skype-Telefonat zuvor, wie erwähnt, gestellt. Und hier kommen seine Antworten. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich keine bestimmte Idee darüber habe. Das ist ein 3 Tage her, habe ich ein Interview angeschaut von Philip Guston, der amerikanische Maler, der zum New York School angehört
Und er hat ein Interview gemacht und er hat gesagt, ich habe meine Arbeit gemacht. Ich glaube, du kennst seine Arbeiten, die Malerei von Philipp Gösten. Er hat abstrakt gemalt. Und dann auf einen Moment hat er gedacht, das Publikum ist erlebt mit der Kunst, zu viel erlebt, ist zu freundlich zu der Kunst. Und dann hat er gedacht, ich mache etwas komplett anderes. Ich mache nicht, was das Publikum will, was das Publikum schön findet. Ich mache etwas total anderes. Und das ist auch mein Anfang. Das zeigt, dass ich natürlich in Akademie studiert habe und eine Idee über Kunst gehabt hatte. Ich habe studiert und gelernt wie ein Maler. Ich bin ursprünglich ein Maler. Auf einen Moment war es so klar, dass es nicht ist umsonst. Man kann einen Strich auf eine Canvas machen. Und das Publikum liebt es. Eigentlich es gibt kein Kriterium, warum das eine besser ist wie das andere. Und dann habe ich gedacht, wie könnte ich das für mich selbst eine Umschreibung geben von was soll das sein? Was ist dann Kunst? Was ist Malerei? Was ist möglich davon zu zeigen? Wie könnte man umschreiben, was Kunst ist? So, ich habe angefangen, alles, was ich mir vorstellen könnte, das künstlich ist, aus der Arbeit wegzu. Ja, genau. So. Nicht dramatisch, ist kein Mensch zu sehen, die Farben sind nicht da, alles, was man angenehm und künstlerisch findet, das habe ich abgenommen im Anfang. Und das war ein interessantes Moment, weil es im Anfang war, die Motiv war, etwas nicht zu machen. Und dann am Ende war ich angekommen auf einen Moment, wo das Arbeit eine Realität visualisiert. I try to explain it in English. Yes, so I try to make art without making art or without being artistic. So all the artistic means I skipped, and then you find a ground which is surprisingly open to imagination and remembrance, and then you find a reality which has a certain identity or a non-identity maybe, but this reality is the reality of lost spaces, industrial plants of it's the edge of our social existence. You know the Tarkovsky film Stalker.
And he is describing also the edge of our society, of all the architecture, where our society stops, so to say. It's nature, of course, is a boundary. In the forest, we don't exist. There's nothing that supports us. We are equal to the squirrel, and we are equal to the bear and other animals, but our existence doesn't matter much more than other animals in the forest. And so there's an edge to our existence, and architecture, especially together with, of course, industrial design, all the products that we make, and clothing in combination are which I can call an exoskeleton, supporting us. We exist. We've made architecture. We made all the stuff that we use and surround us with. All those objects also support us. So it's a dynamic between those two worlds. And it's interesting to find the edge of this world. So I'm interested in finding where it stops, where does architecture doesn't support us anymore, where clothing protects us no more, like the edge of society. That's what I'm interested in. Yeah, das ist im allgemeinen Sinn, sind das alle Momente, wo es eigentlich nicht interessant ist. So einfach ist es. Wenn es am wenigsten interessant ist, dann wäre es für mich interessant. Das könnte sein in einer Ecke von deinem Zimmer, das könnte sein in der Garten oder irgendwo. In meiner Idee leben in einer Sphäre, in einer Bull. Das ist unsere Gedächtnis. Wir denken die unsere Realität. Aber es ist die Realität von das andere, von das Nichtmenschliche ist überall. Und das ist 10 Zentimeter von uns. Oder 2 Zentimeter von uns. Es ist, überall ist es nicht menschliche, ist auch anwesend. Das ist nur in unserem Gedächtnis, dass wir überall anwesend sein. Das ist unser Superioritätsdenken. Ja. ja, das ist doch, hast du tun mit der Idee, dass ich die Grenze suche, wo die Mensch nicht mehr anwesend ist, nicht mehr da ist. Das ist eine Seite davon. Und ich glaube, dass ich etwas über die Mensch zeigen könnte durch seine Arbeiten. The objects don't lie. That's what I try to say.
We can lie, but if you look closely to architecture or you look closely to industrial design, to products like a car, like clothing, I think you can analyze our being. So if you place yourself outside the object and you look at it as if you were an alien, you visit the Earth, you come from Mars and you visit the Earth and you look at the objects that we make, you can analyze them and you can say, ah, that is how humans behave. This is what they long for. This is what they're afraid of, and so on. So that's my idea of how to analyze objects. Analyze the objects that we make, the environment of objects that we make. Das ist interessant, wenn man eine Weile nach die Ecke von Zimmer guckt, dann sieht man ein Detail. Vielleicht gibt es ein Insekt, gibt es ein Krakalür in Mauer. Und das bekommt ein Kosmos, ein Raum. Und das ist ein interessantes Aspekt von Konzentration. Man könnte von einer Miniatur, ein 3 Quadratmillimeter, könnte ein Kosmos werden. Und gleichzeitig könnte man die andere Seite, 3000 Quadratkilometer, könnte unendlich uninteressant sein. Wir haben eine neue Katze in Hause. Er ist wirklich jung. Er ist 8 Wochen alt. Ja, er ist absolut süß. Aber alles ist interessant für ihn. Und das ist ein gutes Idee für meine Arbeit, weil man denkt, was soll interessant sein? Weil im Kunst das Spektakel, das ist immer das Interessante, was die Hauptsache ist. Die große Sache wie die Tod, die Liebe, die Erotik, das sind alle die große Sachen im Kunst, die immer interessant gefunden werden. Ich habe gedacht, ich finde auch vielleicht ein zu einfaches, zu leichtes Idee über das Leben, weil das größte Teil von unserem Leben ist langweilig und nicht so interessant und immer dasselbe und so weiter. Wie könnte ich leben? Wie könnte ich am besten leben? Das ist mein Wunsch zu wissen. Mein philosophische, wenn du willst, philosophische Suche nach Möglichkeit, das Leben zu leben, wie es ist, nicht in die großen Momente. Das sind immer wichtig natürlich, das Drama des Lebens. Wir sterben, wir werden geboren, wir heiraten, wir haben Kinder, das sind alle große Momente. Aber zwischen die großen Momente gibt es unglaublich viel Gewöhnlichkeit, ganz normales, nicht so interessantes Leben. Ich will eine größere Möglichkeit.
suchen für mich und für andere auch damit natürlich. So dazu, dass das Gewöhnliche, das Alltägliche, das ist, wo ich einen Moment suche, eine Möglichkeit suche, eine Ästhetik suche, der mir ein mehr gibt oder mehr die Augen öffnet. Ja, das könnte auch schön sein. Das ist auch interessant. Das ist auch wertvoll. Die Waschmaschine hat mir immer interessiert, weil es gibt viele Kinder, ich auch, der endlos nach die Waschmaschine gucken könnte. Das ist das hypnotisiert. Aber das ist auch das Interessante von das Bild. Wir haben das griechische Idee über Dramatik, das Zusammenfallen von, was ist das, Zeit, Raum und Handlung. Das ist eine klassische Idee über das Dramatische im Schauspiel, aber natürlich auch in Kunst im General. Und dann habe ich das umgekehrt, das Non-Raum. In Architektur ist das ein bekannter Begriff, Non-Raum, Non-Space. Der Raum, wo die Waschmaschine ist, ist auch ein Non-Space. So, das ist eine Non-Space, ist Non-Time, and it's also non-dramatic, there's no handling, there's nothing happening. It's moving, but it's nothing happens actually. So it's the opposite of the dramatic Greek idea, totally the inverse of, so it's the exact non-dramatic moment, the spinning of the washing machine. And then what I want to show you, was ich probiere, ist das doch interessant zu machen. Was ist etwas zu machen, was interessant ist, wo man gerne nach guckt, was man nicht, what you don't forget, what is impressive, what sticks to you. So that is the washing machine. I think I succeeded. Und was ich wirklich gerne appreciere im Kunst, dass wenn es eine relativierende Qualität hat. Es muss auch ein wenig lächerlich sein, ein wenig unsinnig, ein wenig idiot. Das möchte ich gern. Das ist ja meine Grund sozusagen. So, ich suche immer das Ambivalent zwischen seriös und lächerlich und interessant und nicht interessant und wichtig und nicht wichtig. Und das und alles zusammen, das ist, was es für mich interessant macht.
das Moment, wenn die Opposites, die Oppositionen zusammenkommen. Das ist genauso die Gegenstand von was man denkt von Kinderzimmer. Das soll alles frisch und heilsam und gesund und lebendig und alles positiv sein. Und dann sieht man das von außen und das ist total nicht positiv, das ist schrecklich, das ist eine totale, die umgekehrte Utopie. Das ist gar nicht gemütlich, das ist total schrecklich, das muss kein Leben sein für das Kind da. Und das ist auch eine Realität in unserer Welt. Gleichzeitig ist nicht immer fröhlich. Das ist es. Ich finde das, I have to laugh. I find it very humorous in a way, because it's upside down. And inside out, yes. Vielen Dank noch einmal, Maurice van Thelingen, dafür, dass du dir Zeit genommen hast für unser kleines Künstlergespräch und natürlich dafür, dass du deine Arbeiten für unsere Ausstellung hier zur Verfügung gestellt hast. Ja, die Ausstellung läuft jetzt noch bis 16. Januar 2021. Der Besuch ist möglich. Zutritt nur unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Regeln, selbstverständlich. Ja, und am 2. Dezember 2020 werden wir zum nächsten Raumplausch einladen. Dann übrigens mit Maurice van Thelingen persönlich. Er wird live aus Amsterdam zugeschaltet sein. Ja, bleibt nur noch Zeit für das ein oder andere Dankeschön. Vielen Dank noch dem Architekturschaufenster in Karlsruhe in persona Simone Kraft, mit der wir gemeinsam diese Ausstellung organisiert haben, die dort zuvor zu sehen war. Und natürlich auch vielen Dank an Petra Nostheide-Eike, die offizielle Galeristin von Maurice van Thelingen in Deutschland. Danke dir, Petra, für deine tatkräftige Unterstützung. Ja, und vielen Dank auch unseren derzeitigen Galeriepartnern für ihre Unterstützung. Das sind das Königreich der Niederlande, FSB Franz Schneider Brakel und Agro Buchtal. Ja, und am Ende natürlich vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf euren Besuch hier in der Raumgalerie in Stuttgart. Und vergesst bitte nicht, Daumen unten, nach oben, Kanal abonnieren, Glocke läuten, Kommentar schreiben und unser Engagement für die Baukultur auf Ko-fi unterstützen. Vielen lieben Dank dafür schon einmal. Bleibt mir nur noch euch einen schönen Abend zu wünschen und nicht vergessen, bleibt gesund und vielfältig. Bis bald!